Also ich glaube, dass man die digitale Welt gerade im Journalismus nicht unterschätzen darf. Also Print wird es vielleicht fachspezifisch zwar noch lange Jahre geben, aber sich nur darauf zu konzentrieren, glaube ich, ist der falsche Weg. Ja, die große Herausforderung ist einerseits natürlich die Vielfalt und die Masse der Informationen, dass man daraus das Relevante, das Wesentliche herausfiltern kann, dass man auch das herausfiltert, was wahr ist und was stimmt. Das ist nach wie vor einer der wesentlichsten Werte oder der wesentlichste Wert überhaupt. Die schönste Information ist nichts wert, wenn sie nicht richtig ist. Dem Journalismus vor allem die richtigen Zielgruppen zu erreichen mit den Botschaften, die ich will, und nicht in so einem riesigen Krach unterzugehen, weil natürlich viele, viele Botschaften, Werbebotschaften, Freundesbotschaften und Ähnliches auf die Nutzer eingehen. Das Zeitkontingent bleibt dasselbe und da muss ich irgendwie durchkommen.